So, hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem YouTube-Kanal CBerster. Heute mal unterwegs in World of Tanks und zwar mit dem neuen PZ58 Mutz. Den bekommt man momentan für ein paar Kröten im Shop. Und ich finde den gar nicht mal so verkehrt, den Tank. Der ist richtig nice als Medium-Tank. Und ja, die Durchschlagskraft ist wirklich echt extrem krass. Ja. Ist also für Medium Tank in der 8er Klasse schon richtig, richtig nice, muss ich sagen. So, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier die Cap hier gleich mal ein bisschen unter Schuss nehmen. Der Turm ist auch extrem gepanzert, muss ich sagen. Also der ist echt gut. Also es lohnt sich, den auf jeden Fall zu kaufen. Und ist auch richtig, ja, mir macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Das ist ein richtiger Spaßpanzer. Ja, er ist auch ziemlich präzise eigentlich, aber naja, gut. Vorführeffekt ist natürlich wieder für die Katz. Wollen wir mal ein bisschen pushen hier, die Map, die Ecke, die Map. Na, wie gesagt, also der PZ ist gar nicht mal so schlecht. Bin mir eigentlich anders vorgestellt, aber er ist doch zum Positiven besser als zum Negativen. Ist hier gar keiner. Doch, da ist doch einer, wie ich es mir doch gedacht habe. Also er kann auch relativ, hat einen extrem hohen Winkel, was mit dem Knoll angeht. Hä, wer hat mich denn jetzt angeschossen? Okay. Schön, dass der mir jetzt vor mir fährt. So, den haben wir schon mal rausgenommen.
Oh, da habe ich drüber geschossen. Nein. Oh, ich schieße ja noch in den Felsen rein. Ach, ich kriege Krise. Hä? Wo ging der denn hin? Die Kugel ist auf ihn zugeflogen und dann doch in eine andere Richtung. Das ist schon ein bisschen kurios hier, die ganze Geschichte. Er ist halt ein Sniper-Panzer, muss man schon sagen. Aber er ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich sagte, wie ich schon sagte, der ist echt sehr, sehr gut, der Panzer. Dann haben sie natürlich mein Geschütz am Arsch gemacht. Ah. Naja, hätte ich keine Chance gehabt zu cappen. Oh Mann. Aber wie gesagt, der Panzer ist echt nicht schlecht. Also ich ja, empfehle es euch, den zu kaufen. Der ist richtig gut. So, haben wir wieder was Neues. Ja, 1700 Schaden. Gar nicht mal so verkehrt. Aber was haben wir denn jetzt gekriegt? Haben wir jetzt was Neues bekommen? Nein, okay. Keine Ahnung, was wir gekriegt haben. So, nochmal ein kleines Gefecht. Mal schauen. So. Mal gucken, ob wir diesmal mehr reißen können. Mit dem PZ 58 Mutz. Wie gesagt, also so die Panzerung des Turms ist auch relativ gut, denn da prallt auch ziemlich viel ab. Wird wahrscheinlich jetzt nur am Anfang sein, bis die Leute dann endlich mal wissen, wo sie hinschießen müssen bei dem Panzer. Aber okay, ist eigentlich nicht so schlimm. Also ist doch eher der Tank, der weiter hinten steht. Ist ja eher so ein Sniper-Panzer. In dem Sinne, immer schön hinten stehen, kann auch nichts viel passieren. Also wie gesagt, in der Fahrt, selbst in der Fahrt ist er auch gar nicht mal so verkehrt. Also er schießt sogar ziemlich präzise in der Fahrt. Also da schon viele in der Fahrt getroffen. Natürlich steht dreiartig im Gefecht.
Hallo? Heute mal keine hier hin. Was ist denn hier los? Ah, ich sehe es gleich, da stehen gleich 20 Panzer oder so vor meiner Nase. Was ist denn hier? Gar nichts los hier. Wundert mich eigentlich. Doch da, T21. Jetzt kriege ich bestimmt den Artibeschuss. Da geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wir haben jetzt auch schon die erste Arti raus. Auch nicht verkehrt. Es läuft, muss man sagen, es läuft. Da hinten ist die nächste Arti. Es kommt gleich ein Neuner. Statt sie den Neuner rausnehmen? Nein. Ich komme einfach nicht durch. Scheiße. Ja, da war es auch schon wieder. Egal, wir haben aber die so aufgehalten, dass sie wenigstens wieder zurückfahren mussten, dass die anderen wieder ein bisschen vordrücken können. So, wollen wir mal gucken, was die anderen noch fahren für einen Bockmist hier. Ich glaube es nicht, jetzt bringen wir zwei Tanks hier alles auseinander raus. Naja. Oh Gott. So. Das war's auch schon von der Präsentation des PZ58 Mods. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal einen Daumen hoch da oder ein Abo noch da, ja, falls ihr das nächste Mal noch mehr sehen wollt. Wie gesagt, das ist ein Premium-Tag, ihr kriegt noch sogar extra Geld und extra EP. Ihr könnt halt alle Medium-Figuren, die ihr bei den Deutschen habt, auch hier mit einsetzen, auch wenn sie jetzt nicht für den Panzer ausgebildet sind. Auf jeden Fall, gut, das war's auf jeden Fall. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, gebt mir ein Abo, lasst einen Daumen da, einen Kommentar wäre auch nicht schlecht und dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, zuerst da mit Let's Plays. Ciao, ciao.